Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Larasch-Podcasts. Mein Name ist Alexander Pohle. Ich bin Markus Rautenberg. Und wie immer wird die Folge präsentiert von Regulat Pro Sport, ein Produkt von Dr. Niedermeier aus München. So Markus, die letzte Folge haben wir uns ein bisschen damit auseinandergesetzt, warum es bei den Läuferinnen und Läufern noch nicht ganz so oder nicht ganz so gelaufen ist jetzt bei der WM in Neu-Chin. Und haben da auch mal uns jetzt in Vorbereitung auf die nächste Folge mal ein bisschen näher damit beschäftigt, was denn so die in den letzten 20 Jahren so die Endkampfplatzierungen betrifft und ob es denn jetzt so rein aus Läufersicht denn wirklich auch so schlecht war, wie jetzt allgemein das DLV abschneiden, oder? Ja, das hat uns schon mal interessiert, mal nachzuschauen. Es gab jetzt ja bei dieser WM in Eugene keine Top-8-Platzierung, also keine sogenannte Endkampfplatzierung und auch keine Medaille für die Läuferinnen und Läufer. Und da wollten wir einfach mal wissen, wie war es denn in diesem Jahrtausend, und haben da ein bisschen die Listen mal angeschaut. Und es ist tatsächlich auch aus Läuferinnen und Läufersicht ein historisch schlechtes Ergebnis. Also keine Top-8-Platzierung und keine Medaille, das gab es so noch nie. Ja, das eine bedingt ja das andere, ne? Ja, ich habe jetzt mal hier in der Liste die unter die Top-8-Platzierungen nicht die Medaillen mitgerechnet. Ja, also wir hatten zum Beispiel, jetzt gehen wir mal zurück, 2019 Doha, da hatten wir zwei Top-8-Platzierungen. Platz 4 war Christopher Linke, 20 Kilometer gehen. Platz 7 war Karl Domann, 50 Kilometer gehen. Und wir hatten zwei Medaillen mit Bronze für Konstanze Klosterhalfen über die 5000 und Gesa über die 3000 Hindernis. Gut, das kann man auch sagen. Es wäre doppelt, wenn man jetzt sagt, es waren vier Top-8-Platzierungen und zwei Medaillen. Also deswegen mache ich es mal getrennt, ja. Ja, okay, gut. Ich wollte dich da auch gar nicht jetzt ärgern. Finde ich gut, dass du das mal erklärst. Und das war auch gleichzeitig die erfolgreichste, ja? Muss man auch sagen. Ja, was die Medaillen betrifft, richtig, genau. Also das gab es sonst in diesem Jahrtausend noch nicht. Zwei Medaillen im Bereich Lauf und Gehen, das haben wir zusammengefasst. 2017 in London gab es nur eine Endkampfplatzierung, Platz 5, Christopher Linke, 20 Kilometer gehen. Ist eh krass, also Christopher Linke hat schon dreimal für eine WM-Medaille gesorgt. 2015 in Peking eine Medaille, wieder die Gesa über drei Hindernis. Und Alex, 2013 in Moskau. Naja, Platz 5, Homio Tesfaye über die 1500. Ja, schon ganz verdrängt, als ich es jetzt recherchiert habe. Hattest du das noch auf dem Schirm? Ja, doch, das war ein super Jahr von ihm, ne? Das weiß man schon noch. Ja, auf jeden Fall. So, und dann Platz 8 wieder Christopher Linke und auch Platz 8, also Christopher Linke über 20 Kilometer und auch Platz 8 Antje Mörtner-Schmidt, ja? Genau, über drei Hindernis. Drei Hindernis, genau. 2011, Daegu. Daegu. Ja? Daegu. Ja. Wo ist das eigentlich? Weißt du das noch? Südkorea, oder? Sehr gut. Ja. Gesa. Geografie für Anfänger. Ja, Platz 6 ist die Gesa geworden. Ja. Keine Medaille. 2009 in Berlin auch keine Medaille im Bereich Lauf gehen. Damals noch André Höhne, Platz 4, 50 Kilometer gehen. Ist jetzt ja als Trainer beim DLV beheimatet. Und Platz 8, Antje Möldner-Schmidt über die drei Hindernis. Ja. Und dann kommt schon Osaka 2007, da habe ich selbst keine aktive Erinnerung beim Zuschauen mehr so richtig. Warst du 14, da musst du doch schon... Da war ich noch nicht Leichtathletik-Fan. Nee, war ich noch nicht damals. Bist du nicht schon im Sommer irgendwie... Na gut, es war in Japan, ne? Dann hast du geschlafen. Ja. Wahrscheinlich schon. Warst du Schüler, pflichtbewusst und so, ne? Richtig, bin ich noch im neuen Bett. Sabine Zimmer, 20 Kilometer, gehen Platz 8. Ja. Eine Top-8-Platzierung und 2,5 Helsinki. Wieder André Höhne, ja. Platz 4. Ja, mach du jetzt weiter, komm. Ja, genau, 2003 Paris hatten wir noch Claudia Gesell, fünfte über die 800 Meter, 20 Kilometer gehen, Melanie Seeger und eine Medaille im Gehen, Andreas Erm über die 50 Kilometer. Und dann kannst du noch 2001 machen. Das ist dein, da habe ich noch, da weiß ich gar nichts. Edmonton, ja, da gab es die meisten Top-8-Platzierungen, aber keine Medaille. Und zwar gehen wir der Reihe nach durch. Nils Schumann wird Fünfter, ein Jahr nach seinem Olympiasieg über die 800 Meter. Krit Breuer wird Vierter über die 400 Meter. Achte wird Yvonne Teichmann über die 800 Meter. Irina Mikitenko wird Fünfte über die 5000 Meter. Und Sonja Oberem holt auch Platz 5 im Marathon. Ja, also...
Das waren schon ja, ganz, ganz solide Leistungen, ne? Genau, wir haben jetzt auch mal nur die WMs genommen, jetzt nicht Olympia. Ich meine, Olympia kann man von der Konkurrenz schon vergleichen mit Weltmeisterschaften, aber wir wollten uns jetzt mal nur auf die WM fokussieren. Und man sieht, also es war jetzt historisch schlecht, ja, keine Endkampfplatzierung, keine Medaille, aber es war jetzt auch nicht so, dass die letzten 20 Jahre der DLV da regelmäßig mit drei, vier Medaillen im Bereich Laufgehen nach Hause gegangen ist. Es gab auch schon mal Osaka eine Endkampfplatzierung, nur Helsinki nur eine. Daegu nur eine, also London auch, das war jetzt kaum besser. Ja, also von daher, Deutschland ist im Bereich Laufgehen einfach nicht Weltklasse, das kann man so konstatieren, oder Alex? Ja, das wissen wir ja schon und deswegen, um das, wir haben uns nochmal die Gedanken gemacht, um das ein bisschen mehr einzuordnen, ja. Und ich meine, es hätte auch jetzt wieder relativ schnell anders aussehen können, ja. Vor allen Dingen die Geher haben es eigentlich immer irgendwie rausgerissen, das haben sie ja auch immer wieder gesagt, ja. Wir hatten ja auch mal Karl vor einiger Zeit im Podcast gehabt, wo er auch darauf hinweist, ne, dass sie regelmäßig da noch die Top-Platzierungen holen und diesmal hat es halt nicht geklappt, ja. Ist halt so, ja. Ja, was ich mich noch gefragt habe, und zwar die Gesa, die war ja jetzt nicht besonders fit bei der WM, weil sie auch vorab waren es nicht Achillessehnenprobleme hatte, was ja nicht so an die Öffentlichkeit gegangen ist und auch ihre Erkältung hatte, die sie ein bisschen zurückgeworfen hat, wo sie auch nicht bei den deutschen Meisterschaften teilnehmen konnte. Und für sie war ja schon der Vorlauf, so ein kleines Finale, das sich überhaupt qualifiziert hat, war ja schon eine ganz knappe Kiste und sie war ja dann auch den Tränen nahe im Interview danach. Aber warum sagt dann Annette Stein, dass die Top-Performer aus deutscher Sicht noch kommen mit Gesa im Finale? Das verstehe ich einfach nicht. Redet die nicht mit der oder weiß die da nicht Bescheid als Cheftrainerin, dass die Gesa dieses Jahr einfach keine Top-Platzierung im Finale machen kann? Ja, also Ja. das war ja schon abzusehen. Ja. Sonst wäre es ja im Vorlauf nicht, sagen wir mal, relativ hinterhergelaufen, hätte sich gerade so qualifiziert. Und dann sagt Annette Stein danach, ja, die Top-Performer kommen noch Gesa. Ich meine, Debbie und Rabea sagen das ja auch ganz schön, ne? In dem Moment, wo du den Erfolg zu kommentieren hast, macht das natürlich immer das leichter, als wenn du den Misserfolg kommentieren musst. Und klar, also in so einem Augenblick wäre trotzdem die Hoffnung irgendwie immer vielleicht größer als der Realitätssinn, ja. Und deswegen kann man das schon so ein bisschen nachvollziehen. Ja? Also man muss ja jetzt auch nicht immer dann sagen, ja, also wenn man einen Athleten, der in ein oder zwei Tagen noch so einen Lauf hat, den dann sagt, ja, ich traue der Gesa eigentlich da nichts mehr zu, dann wäre es ja genauso schlimm, ja. Ja, ich meine, sie hat es ein bisschen schon so übertrieben formuliert. Ich denke mal, das baut dann ja auch Druck auf. Aber ich verstehe da auch deine Sichtweise. Es war, kann man jetzt auch sagen, Pech dabei, ein bisschen mit Gesa aus Medaillensicht, mit Mo, der ja auch mit seiner Corona-Infektion dort nicht optimal abliefern Ja. konnte. Aber letzten Endes, so ist es halt. Es kommt immer was dazwischen, auch bei anderen Nationen. Die WM war aus Läufersicht, was jetzt Top 8 und Medaillen betrifft, kein Erfolg. Aber Ja. trotzdem für die einzelnen Athletinnen und Athleten schon ein extremer Erfahrungswert. Man hat wieder ja mal geschaut, wie sowas überhaupt funktioniert. Für einige doch dann auch international der erste Einsatz. Und ja, also wir wollen da auch gar nicht haten. Aber was uns auch aufgefallen ist, man muss in der Lage sein, über 800 und 1500 in mehreren Tagen hart zu rennen. Und zwar auch aufeinanderfolgenden Tagen dort abzuliefern. Und es wird in Paris 2024 anscheinend noch schwieriger. Vor allem auch für die DLV-Athleten, denen fällt es manchmal ein bisschen schwerer noch als anderen, diese Läufe in den aufeinanderfolgenden Tagen abzuliefern. Und zwar soll es 2024 in Paris sogenannte Hoffnungsläufe geben. Kennt man die nicht aus dem Rudern? Oh, da bin ich überfragt. Also. Also ich glaube, im Rudern gibt es Hoffnungsläufe, also alle, die sich fragen, was das ist. Es gab ja bisher immer einen Vorlauf und dann gab es das große Q, sage ich mal, die ersten fünf qualifizieren sich direkt fürs Halbfinale und dann gab es ja noch das kleine Q, die zeitschnellsten aus den jeweiligen Vorläufen qualifizieren sich auch fürs Halbfinale. Das soll jetzt geändert werden. Das kleine Q wird abgeschafft und jetzt kommen Hoffnungsläufe. In diesen Hoffnungsläufen treffen dann die mit dem kleinen Q sozusagen aufeinander und fighten dann nochmal um die Halbfinalplätze. Aus dem Aber Q wird das ein könnte H wiederum für bedeuten. Hope, oder wie? Ja, genau. Und das könnte aber ein Problem, was heißt ein Problem geben? Es ist dann tatsächlich so, wenn du im Vorlauf nicht unter die ersten fünf oder sechs oder wie viele es sind, mit dem großen Q kommst,
Dann hast du halt vielleicht an einem Tag den Vorlauf, am nächsten Tag den Hoffnungslauf, dann das Halbfinale, dann vielleicht noch einen Tag Pause und dann das Finale über 1500. Dann musst du viermal rennen. Gut, ist eh die Frage, ob man sich dann noch fürs Finale qualifiziert. Aber es wird nicht weniger, es wird eher härter. Ja. Also diese Fähigkeit zu regenerieren oder auch eine ziemlich gute aerobe Basis aufzubauen, so wie das jetzt auch die Ingebrigtsens ja in Perfektion beherrschen, bei denen zieht so ein Lauf meistens nicht ganz so rein, weil die einfach so eine enorme aerobe Basis haben, dass sie es auch schaffen, innerhalb von 3 Tagen 3 Top-Rennen abzuliefern, auch wie jetzt wie bei Jakob über 1500 und 5000. Silber und Gold, ja, andere, die machen einen Lauf und brauchen erstmal eine Woche Pause. Aber so funktioniert es jetzt nicht zukünftig bei, ja, also bei Olympia soll es sein, 2024, genau. Paris, 2024, Olympia und 2023 ist ja die WM. Auch in Paris, oder? Nee, in Budapest jetzt. Ja. Naja, Wusste ich. aber du merkst, ich meine, vielleicht hat sich das auch so ein bisschen eingeschliffen, dadurch, dass die Qualifikationszeiten so hoch sind, in Anführungsstrichen, dass man eben das eine perfekte Rennen halt sucht, ja, und dort eben versucht, bei einem Rennen alles, dass da alles passt und dann nicht die Erwartungshaltung so ist, einen Tag später gleich wieder zu liefern. Ja, das ist irgendwie, also nicht irgendwie, das scheint ja nicht so richtig die Fähigkeit zu sein, ja. Auf zwei Ja, Rennen in und kürzerer Zeit. wir Ja. können da auch noch ein bisschen mehr Pessimismus verbreiten. Und zwar, es gibt ja auch Wettkämpfe, wo es keinen Vorlauf gibt, sondern gleich die Finalläufe, wie zum Beispiel 10.000 oder Marathon. Und jetzt auch heute veröffentlicht am Montag über 10.000 Meter die Supernorm in Anführungszeichen für die WM in Budapest 2023. Und es gibt ja nächstes Jahr wieder eine WM. Über 10.000 Meter 27,10 bei den Männern und 30,40 bei den Frauen. Jo, also es gibt dann natürlich, werden die Felder wieder aufgefüllt auf 27 Läuferinnen und Läufer. Auch wieder mit der Weltbestenliste, aber die A-Norm in Anführungszeichen, die Norm, mit der man auf jeden Fall dabei ist, ist dann die 27,10. Ja. Also das schafft halt einfach dann in Deutschland niemand, kann man jetzt schon fast sagen. Ist krass. Und Das, Marathon ja. 2049. Okay. Ja, also da gibt es so schon ein paar, oder bei den Frauen 2.28.00, da gibt es definitiv welche, die das direkt schaffen können. Auch die 30-40 bei den Frauen ist ja Konstanze schon zuzutrauen, wenn sie wieder ihre alte Form in Anführungszeichen erreicht. Aber das ist schon ein Brett, 27.10 und 2.049 bei den Männern. Aber neuerdings zählen auch Straßenzeiten. Also vielleicht kann man sich ja dann ein bisschen mit Carbon-Schuhe da über die Straße tragen lassen. Ja. So, was sagst du denn eigentlich zu Sifan Hassan? Ja, lief nicht so gut jetzt, oder? Also, mich hat eher Um es der Laufstil abzukürzen. total erschrocken. Ja? Also, das war ja wirklich Die läuft doch komplett schon immer anders. so. Nee, aber das war doch schon wesentlich eckiger irgendwie. Ja? Also sonst war das doch viel, viel kraftvoller und so weiter. Und jetzt war das so. Also, da hat schon eine ganze Ecke gefehlt aus meiner Sicht. Ist mir jetzt beim Laufstil nicht so aufgefallen. Ja, gut, aber ansonsten, ja, ich weiß auch nicht. Gut, man kann immer sagen, die Konkurrenz wird auch härter. Stimmt jetzt so vielleicht nicht unbedingt, ja. Wenn man jetzt mal zurückblättert, die letzten Weltmeisterschaften und Olympischen Spiele. Aber gut gelaufen ist es bei auf jeden Fall nicht. Ja, das stimmt. Naja, und dann kommen wir noch mal. Wie hast du das Ingebrigtsen-Rennen gesehen, die 5000 Meter? Ja, es ist richtig krass. Also ich meine, über die 1500 hat er erstmal gezeigt, der Jakob, dass er auch zu schlagen ist Ja. bei einer Meisterschaft. Und ja, da war er einfach nicht der Beste an dem Tag. Der Whiteman war einfach stärker hinten raus und hat ihn da geschlagen. Und er hat so gezeigt, ich bin schlagbar, ich bin auch nur ein Mensch. Ja, weil das war schon in letzter Zeit so ein bisschen, ja, der Jakob war ja schon in einer anderen Liga, aber über die 5000. Das Rennen war ja absolut betrachtet nicht brutal schnell, die Endzeit und die letzte Runde war jetzt ja auch von dieser Welt. Mich hat so ein bisschen gewundert, dass da nicht mehr Gegenwehr kam. Ja. Oder? Wie hast du das gesehen? Also es war so, ich weiß nicht. Ja, genau, also die war auch in Anführungsstrichen nur eine 53, 53,5, ja, auf der Schlussrunde, was jetzt nichts Krasses ist, ne? Ist auch der Chaptegei über 10.000 Meter zum Schluss gelaufen. Und dort auf einmal waren da 10 Meter Abstand dazwischen, ja.
Ja, ich weiß auch nicht, wie es mit der Hitze war. Jakob hat ja einmal versucht, einen Becher zu nehmen, hat es nicht geschafft. Dann ist er nochmal hin, hat noch einen Becher genommen. Dann hat er einfach die notwendige Frische hinten raus gehabt. Ja, der Becher hat es gebracht. Die Kühlung, Der ja. Becher war es, ja, die Kühlung. Naja, aber es ist trotzdem wieder so die Taktik wieder komplett aufgegangen und da geht auch dann wieder die Tür auf. Ne? Er läuft irgendwie die erste Hälfte komplett irgendwie auf Platz 12, 14, irgendwie sowas. Ja? Also schon deutlich, ziemlich weit hinten. Läuft dann eben so nach vorn, pusht nochmal die Massen, also macht so ein bisschen Show. Ist doch cooles Entertainment, ja. Ja. Und dann ist er Ja. vorne auf Platz 3 oder 4 und weiß genau, dass irgendwie zwei, drei Runden davor irgendwie, er muss einfach nur innen bleiben, ja. Die vorne, die werden schon nochmal zur Seite gehen, um ihn wieder vorzulassen. Und dann muss er nicht mal mehr einen Umweg oder irgendwas gehen, irgendwie außenrum, sondern ist dann auch effizient dabei. Das ist schon Ja, er läuft halt taktisch. taktisch extrem klug, weiß auch, wann er nach vorne gehen muss. Es gibt ja auch welche, die gehen dann zu spät nach vorne. Und du Ja. musst mal zählen, du musst mal gucken, wenn der Erste über eine Linie läuft irgendwo. Sei es Startziel oder irgendeine andere Markierungslinie und dann ganz hinten am Feld, das sind teilweise 3 Sekunden, wenn die hintereinander rennen, Ja. 3,5 Sekunden. Und wenn du das halt auf der letzten Runde machst, dann, und der Erste läuft eine 54er Runde, muss ja eine 50,5 laufen oder eine 51, das geht dann halt nicht mehr. Also du musst schon rechtzeitig in einer guten Position sein und das schafft Jakob halt perfekt. Also von der Taktik her ist er auf jeden Fall auch Weltklasse, nicht nur von den ganzen Werten und vom Training her. Ja, wir sprechen es da immer wieder an, aber solche Rennen, das ist halt einfach, das macht halt Bock, ne? Wie sich das so gestaltet, Ja. entwickelt und wie es dann doch wieder aufgeht, ja. Das ist einfach schön. Das ist so ähnlich wie auch ein Tour de France Sprint oder so, ne? Wobei es dann Ja, und manchmal wir mir zu freuen schnell uns geht. auch schon auf die Ingebrigtsen-Doku dann, die Ende des Jahres hoffentlich wieder kommt. Mit den Ja. ganzen Insights von Gerd. So, was war noch? U23 DM. Ja, habe ich jetzt nicht so verfolgt. Ich habe mal die Ergebnislisten angeschaut und da ein bisschen drüber geguckt. Alex, hast du da ein Ich bisschen habe auch mehr nicht viel dir angeguckt. Ich habe angeschaut? mich nur gefreut, weil wir ja mit Arthur Beimler da über unser Mizuno-Projekt ein bisschen enger in Verbindung stehen seit gut 2 Jahren. Und der ist deutscher Meister geworden, sehr überrascht. Und ich war letzte Woche Dienstag mit ihm noch unterwegs gewesen und habe ihn da begleitet. Hat er auch einen kleinen Vlog, den wir mit ihm seit diesem Jahr machen. Und ja, da war auch relativ optimistisch, aber natürlich jetzt auch, wie er es dann im Interview gesagt hat, jetzt hat so mit einer Medaille geliebäugelt, aber war locker drauf, hat dieses Jahr schon zweimal seine Bestzeit nach oben geschraubt und ja, und dann auf einmal klappt's ja. Und die Taktik war halt geil. Ich weiß nicht, hast du das Rennen gesehen? Nee, habe ich nicht geguckt. Ich habe gar kein Okay. Rennen gesehen. Ja, ne, war halt auch ein relativ behendes Rennen, sehr, sehr langsam. Weiß gar nicht, die ersten 1000 Meter irgendwie 2,50 oder also weiß nicht mehr ganz genau, 2,55, also wirklich sehr, sehr gemächlich. Und dann hat er da das Herz in die Hände genommen, 600 Meter vor Schluss und ist einfach nach vorn und hat dann durchgezogen. Ja, und auch die letzte Runde war eine 53er-Zeit, ja. 53, 54, vielleicht 53 hoch, 54 tief. So, und das mit 600 Meter Anlauf ist das schon was, ja. Und hat das dann solide durchgezogen. Also da auch nochmal Glückwunsch an der Stelle. Ja, auf jeden Fall war ein richtig starkes Rennen. Auch die Konkurrenz in dem Lauf war ja, ich glaube, Tim Assmann war da auch Tim Assmann, dabei. genau. Ja. Sehr starker Läufer, den es erstmal zu schlagen gilt. Ja, da Glückwünsche und wir haben auch noch, was Wettkämpfe betrifft, etwas zu vermelden. Und zwar hat mir der René Menzel geschrieben: In Braunschweig gibt es am 27. August einen Lauftag und dort gibt es ja, einige coole Rennen über 800 Meter und 5000. Männer und Frauen. Auch Mike Wollher ist dort. Ist Die das Meile die über die Wettgeschichte? Hindernisse. Richtig, Markus? die Wettgeschichte, genau. Die haben ja, also wenn ihr es nicht gehört habt, hört euch unbedingt unsere Folge 54 an. Crosslauf zu Olympia und eine Hommage an Arne Gabius. Dort haben wir nämlich mit Mike Wollher gesprochen. Und eben diesen Wettkampf, den er dort anspricht, wo er sozusagen seine Wette eingelöst wird, der findet dort statt am 27. August beim Braunschweiger Lauftag und auch Amanal Petros ist als VIP-Gast dort. Gibt er einen Startschuss dafür für Mike? Ja, ich weiß gar nicht, ob er jetzt selbst läuft oder nur Gast ist. Ja, Lasst euch mittlerweile geht das ja überraschen. alles heutzutage. Ja, Wir und ich packen es glaube, auch in die Shownotes rein. Genau. die Wette war unter 4 Minuten, ne, für Mike. Nee, unter 5. Unter 5, so rum, okay. Ja. Also eine Meile mit Hindernisse unter 4 Minuten, das wäre Das schon eine ist das ja Ansage. zu.
Zu gut, ne? Eine Mann ist das Schade. Ja, ich war jetzt gerade. Gut, alles ja, klar. Das könnte man schon, ich weiß gar nicht, kann man das schaffen? Meilenhindernisse. Mittlerweile, vielleicht muss man da Frau sein, weil die halt so schnell laufen gerade. Nein, aber das ist ja so schon, wer die Meile unter 4 Minuten läuft, das ist ja schon im Brett. Ja, mit Hindernissen, ob das El Bakkali schafft, eine Meile Hindernis unter 4 Minuten. Ja, wär zumindest mal, das wäre doch mal auch wieder ein Show-Event. Ja? Das wäre auch was, ja. Mike Wolter läuft unter 5 und El Bakkali unter 4 als Topstarter. Genau. Ja. Genau, bevor wir jetzt zu unseren Gästen kommen, zu den Schönis. Ja, der Björn Rabea, ich meine, sind wir regelmäßig bei uns hier zu Gast und wir mussten mal rüberschalten, was so die EM-Vorbereitung betrifft, denn nach der WM ist ja vor der EM, hatten wir jetzt auch zu Genüge bei der WM gehört. Ja? Genau. Haben wir noch einen Werbepartner für euch? Genau, und das ist, wie auch in der vorletzten Folge, Enduko. Enduko, also falls ihr mal vorhabt, euch jetzt Richtung Herbst ein eigenes Ziel vorzunehmen, ist eine App, die euch dabei unterstützt. Ist eine Trainingsplan-App. Ist egal, ob ihr Anfänger seid oder Fortgeschrittene. Die App basiert auf KI. Ihr müsst einfach nur die aktivieren, koppelt die ganz einfach mit eurer Uhr, damit dann auch die Trainingsdaten entsprechend einfließen. Und der Coach, der Virtuelle, der sagt euch dann, was als nächstes zu trainieren ist. Und ihr könnt euch da auch an eine Zielzeit orientieren und dann wird eben der Trainingsplan erstellt. Was cool ist, ist die Chat-Funktion, das finde ich wirklich sehr angenehm, der dann auch immer aktiv nachfragt, wie ist es gelaufen und so weiter. Also das funktioniert sehr gut, du hast dann quasi deinen persönlichen Coach in der Tasche. Eignet sich auch für das Radfahren, also wer jetzt sagt, okay, das Laufen, da habe ich in der ersten Jahreshälfte schon genügend gemacht, jetzt habe ich mir vielleicht mal einen Radwettkampf oder ähnliches rausgesucht, dafür eignet sich die App genauso. Ja, das Ganze basiert natürlich auf den aktuellsten sportwissenschaftlichen Daten. Also ihr seid da in besten Händen, obwohl es halt nur die App ist. Ja? Wenn ihr das probieren wollt, nutzt gern in den Shownotes den Link. Und ansonsten da nochmal der Hinweis, enduko.app/larasch. Da kommt ihr auch direkt dahin. Und dann bin ich gespannt, wie es läuft bei euch. Vielen Dank. Danke Alex für den Hinweis. Und jetzt schalten wir rüber nach St. Moritz zu Debbie und Rabea Schöneborn. Hallo, ihr beiden. Also Grüße gehen natürlich nach St. Moritz, ne? Oder wo seid ihr genau? Ja, genau. Wir sind im Trainingslager im schönen Engadin in der Schweiz, nahe St. Moritz und trainieren hier auf 1800 Metern Höhe jetzt seit gut 3 Wochen. Genau, es geht jetzt auch dem Ende zu. Also wir sind noch bis Freitag hier und das ist jetzt unsere offizielle, wie heißt es, unmittelbare EM-Vorbereitung. Genau, und wir wohnen ein bisschen außerhalb von St. Moritz, genau, in Silvaplana. Bedeutet, wir müssen am Ende unserer Dauerläufe immer 800 Meter noch den Berg hoch. Genau, also streng genommen sind wir gerade in Silvaplana Soleil in Engadin, bei St. Moritz. Ja, eben. Ja, man denkt ja immer, St. Moritz ist alles, ne? Also das ganze Engadin, aber es ist halt, es gibt ja auch trotzdem Silvaplana, ist ja schon ein sehr bekannter Skiort und so weiter. Also ja, deswegen fand ich das mal interessant, dass ihr nicht in St. Moritz seid, sondern in Silvaplana eben. Genau, von uns geht direkt die Bergbahn den Kovacs hoch. Genau, wir sind genau, hier in der offiziellen DLV-Unterkunft. Da war ich dieses Jahr Skilaufen, deswegen finde ich das ganz... Kovac hat nämlich, ich glaube, die längste Nachtskipiste habe ich in der Schweiz. Ah ja, so. Stimmt, hab da habe ich ein Werbeplakat gesehen. Ja, aber in den Genuss kommt man im Juli nicht. Wobei oben ist auf schon klar, Kovac genau. Bei der Mittelstation, kleines Ausschweifen, ich bin tatsächlich nämlich hochgewandert letzten Sonntag, da ist so eine Plane, eine weiße Plane, und die bedeckt, das sah erst aus wie so ein Funpark vom Skifahren. Tatsächlich ist es aber einfach ein Reservoir, wo Eis drunter ist, was für den Kunstschnee über das Jahr konserviert wird. Und es war so eine riesige weiße Plane und wir konnten uns gar nicht vorstellen, dass das Eis da drunter, weil da steht dann halt richtig die Sonne drauf, dass das tatsächlich das Jahr über dort konserviert wird, wird's aber. Wir haben also unter diese Plane gelugt und da war Eis drunter. Da könnte man da eigentlich über Nordpol und Südpol auch eine Plane drüber machen, um die Probleme zu lösen. Ah ja, das sollten wir mal vorschlagen, der Politik. Vielleicht eine große Plane. Aber solche Pläne gibt es oder solche Ideen, ne? Also jetzt ist es gar nicht so von der Hand. Solche Pläne für Plan, ja. Aber gut. Geht's wirklich? Ja,
Na klar. Also um Eis halt, um die Schmelze und so weiter zu reduzieren, ja. Es wird auch in Oberwiesenthal gemacht, dann gibt es auch so riesige Schneedepots oder in anderen so Sport, Wintersportorten. Und ich kenne es von Oberwiesenthal oder Oberhof und da wird auch so ein riesen Schneedepot geschossen, so in den Märztagen, wo es halt noch möglich ist. Und dann wird es so mit Spähen und was auch immer getüftelt, dass dann halt so ein halb Meter dicke Schicht drauf kommt, sodass sich das dann halt konserviert und dann von dem Eisvolumen oder von dem Schneevolumen so die Hälfte noch übrig bleibt dann im November, Dezember, wenn die Temperaturen wieder da sind. Das ist, krass. Wie gesagt, Methode. Ja, da aber merkt man, wir sind hier beim Sommersport, ab, ne? Genau. Genau. Eine Frage, ihr lauft dann immer noch nach St. Moritz oder fahrt ihr mit dem Auto dann, um von dort aus direkt immer zu starten? Also wenn wir einen Dauerlauf von hier, von unserer Unterkunft aus machen, dann ist immer die Frage, laufen wir am Silvaplaner See unten rechts oder links? Das sind die beiden Optionen, die wir haben. Rechts runter würde es nach St. Moritz reingehen. Und links runter ist entlang des Sees hier eine super schöne, auch relativ flache Strecke nach Silz rüber, also den nächsten Ort. Wir trainieren aber auch von St. Moritz aus. Dort ist eben das Stadion, dort ist der Kraftraum, dort ist das Schwimmbad. Und wir sprechen uns auch häufiger mit unserer Trainingsgruppe ab, dass zum Beispiel auch ein paar Leute dann tatsächlich nach St. Moritz laufen, so als Warm-up, und dann nutzen wir dort den Kraftraum und haben dann vorher irgendwelche Sachen, Wechselklamotten mitgegeben und fahren dann mit dem Auto wieder hoch oder wir fahren auch mal mit dem Bus wieder hoch, also oder wir laufen zurück. Das variiert je nachdem, was auf dem Trainingsplan steht und je nachdem, ob ein Auto mitfährt oder nicht, weil genau, wir selbst haben keins, also sind dann auch immer ein bisschen darauf angewiesen, dass einer unserer Trainingspartner, der im Auto hier ist, dann auch mit dem Auto fährt. Genau, und für die Tempo-Einheiten gibt es hier das ganz bekannte Airfield, also den Flughafen in Samaden. Der ist nochmal einen Ort weiter als St. Moritz von uns aus. Und dort ist halt so ein Flugplatz, ein kleiner Flugplatz mit so Segelfliegern und Co. Um den geht genau eine 5 Kilometer, also ziemlich fünf genau, 5 und ein bisschen Kilometer Runde, die asphaltiert ist, und so einen ganz kleinen Anstieg, nur hat und so ein ganz kleines Schotterstück, aber die ist so ideal eigentlich für Tempoläufe, für Marathonläufer, weil mit diesen 5 Kilometer Abschnitten, das eben auch, wenn du trinken willst oder wenn Kollegen ein- oder aussteigen wollen bei den Tempoeinheiten, da bietet sich das total an. Und da kann man, von dort aus kann man auch noch weitere Laufstrecken in diversen Täler weiterlaufen. Also längere Läufe machen wir sehr häufig auch von dort, auch um den Wechsel einfach bei den Trainingsstrecken zu haben, weil wenn man im Trainingslager viele Umfänge macht, dann ist es irgendwann so, ah ja, wo laufen wir jetzt lang? Für die Abwechslung und für den Kopf macht das dann natürlich auch immer Spaß. Klar. Ist die nicht windanfällig, die Strecke dort? Absolut. Und das führt dazu, dass wir deswegen auch häufiger früh morgens trainieren oder rechtzeitig am Morgen, weil es dann noch nicht so windig ist. Das haben wir tatsächlich auch im letzten Jahr, als wir hier waren für die Olympia-Vorbereitung, auch ziemlich direkt von den Schweizern hier gelernt, die immer alle sehr früh starten. Wieso, warum startet ihr denn so früh? Ja, weil da der Wind noch nicht da ist, die sogenannte Maloja-Schlange, die kommt nämlich ab März so ungefähr 9.30 Uhr und dann wird's merklich windiger. Und deswegen, genau. Aber das ist auch nicht jeden Tag. Also das entsteht, glaube ich, nur mit Thermik, wenn Sonne ist, also wenn der Vormittag bewölkt ist, dann musst du auch keinen Wind haben. Also letztes Jahr hatten wir eigentlich relativ konstant diesen Wind. Und dieses Jahr jetzt in den ersten 2 Wochen... Wenig Wind. Wenig. Also jetzt flaut sie an den Nachmittagen auf, was für uns aber nicht schlimm ist, weil wir die wichtigen Einheiten in der Regel eigentlich am Vormittag haben. Von daher, ja, wir gucken bei engadin.de oder bei diesen Surferportalen, gucken wir, wie der Wind angesagt ist für den nächsten Tag und entscheiden danach auch so ein bisschen, ob wir die Tempoeinheit jetzt sehr früh machen oder zur Wettkampfzeit, was eigentlich sonst unsere Präferenz wäre. Das wäre so jetzt 10.30 Uhr ist der Marathon in München angesetzt und eigentlich trainieren wir dann auch ganz gerne zur Wettkampfzeit. Ja, aber da sind wir schon beim Thema, wie läuft jetzt die Vorbereitung? Ja, also klar, wir können euch auf Instagram sehen, das sieht alles solide aus, aber wie ist es tatsächlich?
Was ist die Realität? Also von so, ich habe keinen Hintergrundgedanken, sondern einfach so das Interesse, wie seid ihr präpariert, wie läuft das Training, gibt es Probleme? Das ist ja so die Idee des Podcasts, um natürlich die Leute hier ein bisschen mehr mitzunehmen und ein paar kleine Insights vielleicht zu geben, die sonst so nicht sichtbar sind oder vielleicht so aufwendig sind zu kommunizieren. Ja, klar, gerne. Also unser Training läuft wirklich sehr gut hier. Wir sind haben jetzt 3 Wochen hier super gute Einheiten absolvieren können, viele Kilometer fleißig gesammelt, hatten auch wirklich eine Sahne mit dem Wetter, muss man sagen. Das spielt tatsächlich auch immer einfach rein. Und sind jetzt guter Dinge, fahren wir jetzt dann ja noch 2,5 Wochen, wenn wir zurückfahren. Am Wochenende steht ein 10 Kilometer, so ein bisschen Testwettkampf, den wir aber aus dem Training machen werden, weil wir jetzt diese Woche noch gut trainieren wollen. Nächsten Dienstag ist noch eine ganz gute Tempoeinheit auf dem Programm. Wir hatten ein paar Infekte jetzt dieses Frühjahr, die uns am ehesten so ein bisschen ausgebremst hatten. Wir haben natürlich auch noch Corona mitgenommen vor 5 Wochen. Und da sind wir aber ganz gut durchgekommen, also hatten beide einen milden Verlauf. Natürlich kostet dich das am Ende dann aber trotzdem immer so ein paar Tage und man ist ja auch vorsichtig dann beim Wiedereinstieg. Das war aber vor dem Trainingslager. Ja. Und natürlich haben wir hier jetzt im Trainingslager noch irgendeinen Magen-Darm-Infekt mitgenommen, von dem wir auch nicht so sicher sind. Wie hat sich durch unsere Trainingsgruppe hier durchgezogen? Ja, sowas schön Ansteckendes. Wenn es einer hat, dann kriegen es irgendwie ganz schnell alle. Wir hatten auch die kurz- und knackig Version, wir, Rabea und ich, so dass wir einen Tag wenig Spaß hatten und das schon auch dann irgendwo Kraft kostet, aber wir haben uns sehr schnell davon erholt, muss man sagen, und sind jetzt total happy, dass wir dass uns das eigentlich nur einen Trainingstag gekostet hat und dann halt 2 Tage vorsichtig trainieren, aber wir eigentlich keine einzige Tempoeinheit dadurch verpasst haben. Klopf auf Holz, und deswegen sind wir total guter Dinge, wenn wir jetzt mal keine Germs abkriegen. Ja. Also alle, die krank sind, müssen sich von uns fernhalten. Wir wollen nicht mehr. Aber das sind wir guter Dinge, dass wir auch super fit an der Startlinie stehen können. Genau, wir hatten jetzt auch noch echt Glück dieses Wochenende, weil Samstag war der erste Tag, wo auf einmal, also das Nachschauen der Prognose hat gezeigt eigentlich, dass es nicht unbedingt regnen sollte. Und dann hat es am Samstag richtig, richtig doll geregnet. Und dann sind wir zur Laufstrecke gefahren und dann saßen wir wirklich noch in den Autos und haben überlegt, was machen wir jetzt? Schieben wir diesen Long Run, diese wichtige Tempoeinheit, oder warten wir noch ab? Und wir haben uns dann entschieden abzuwarten und dann wurde es noch richtig gut. Also man muss auch dazu sagen, wir hassen Tempoeinheiten schieben. Ich hasse das. Ich fahre hin zum Training und bin bereit, mich jetzt anzustrengen und das dann auf morgen zu verschieben, das finde ich, ne. Also da laufe ich lieber mal. Was stand drauf? Ein bisschen den Ring. Wir haben nochmal einen 35er, also einen Longrun gemacht, mit 10 Kilometer so GA1 Tempo, dann 15 Kilometer GA2 oder Marathon Effort eigentlich, und dann nochmal 10 Kilometer GA1. Also dass wir eine 35 Kilometer Belastung haben und 15 Kilometer davon in der hohen Qualität. Ich dachte jetzt schon, dann Marathon-Tempo und danach noch 10 Kilometer im Halbmarathon-Tempo, dass wir dann auch so richtig, richtig am Ende. Ja, das wäre. Ich weiß gar nicht, macht man, ja nicht, kriegt man das hin? Doch. Ich glaube, dann ist es das falsche Marathon, Leute, das falsche können. Halbmarathon-Tempo. Also, ja, wenn du das 35, also wenn du die ersten 10 easy läufst. Ja, aber wir sind auch generell Typen, wir reißen eigentlich im Training keine Bäume aus. Also, wir trainieren relativ häufig oder fast immer ein bisschen Qualität, sage ich immer irgendwie was, Geschwindigkeit, also wir machen dann auch kaum, nicht nur easy cheesy. Also wir machen keinen Tag, wo wir 10 Kilometer ganz easy machen, sondern wir machen eigentlich immer unsere Durchschnittskilometer und wir machen auch an easy days dann zum Beispiel ordentlich Krafttraining oder so Koordinationsläufe oder genau mal so submaximale Berganläufe, einfach um ein bisschen Spannung drauf zu kriegen, aber wir haben kaum so Leerlauftage zwischendurch, und dafür sind die Workouts, glaube ich, bei uns aber auch nicht so krass. Also wenn ich mir denke, was andere Leute trainieren, auch von Zeiten, also steht die Wettkampfzeit in einem anderen Verhältnis. Aber das ist einfach auch so ein bisschen unser Stil und unser Prinzip. Also
Ja, wir haben einfach die Kontinuität, also genau, den Umfang über eine ganze Zeit eben hochhalten und nicht diese Einbrüche zu haben, dass man dann mal eine Woche gar nichts machen kann. Ja, genau. Oder auch, dass du so hart trainierst bei einer Einheit, dass du wirklich dich sehr lange brauchen würdest für die Regeneration davon. Also wir können eigentlich fast immer am nächsten Tag auch dann weiter trainieren, ja. Und wann startet jetzt das Tapering für die EM? Also einen guten Punkt. Also wir machen in den 2 Wochen vorher, also jetzt nach der City Night am kommenden Samstag, werden wir in der Woche danach schon noch. Die Umfänge gehen auf jeden Fall runter. Ja, aber gehen wahrscheinlich um so 20%, würde ich mal sagen, die Gesamtumfänge runter. Mhm. Die lockeren Dauerläufe werden auch tendenziell ein bisschen ruhiger. 2 Wochen vorher ändert sich das Training so ein bisschen, aber das richtige Tapering, ja, also das beginnt dann, würde ich sagen, ab 6 Tage vorher, würde ich mal sagen. Da gehen die Kilometer dann wirklich deutlich runter und dann geht es eigentlich nur um weniger ist mehr und die Bewegung ist für den Kopf und um ein bisschen Spannung zu behalten. Wir machen dann auch immer noch eine Tempoeinheit. Und sowas zum Anticken. Genau. Was zum Anticken, zum Spannung behalten. Wir wollen uns auch, je nachdem, wie die klimatischen Bedingungen sein werden, auch dann noch an die Hitze anpassen bei so lockeren Dauerläufen. Das ist auch hier jetzt unsere Strategie. Also wir fahren regelmäßig nach Italien runter und entfliehen den wunderbaren Lauftemperaturen hier oben. Und setzen uns die Hitze bis, auf. Hier ist es auch recht warm. Also hier sind so bis so 25 Grad, aber total angenehm, auch vor allem nachts. Und setzen uns aber dann der Hitze unten in Italien. Man kann hier richtig praktisch den Berg runterfahren. 1 Stunde Fahrtweg ist dann erstens auf fast Null-Ebene kann dann dort eben sich auch den heißen Temperaturen, also da hat es heute zum Beispiel 33 Grad auch gehabt, aussetzen, um sich ein bisschen an eine potenzielle Hitze anzupassen. Die ja in München vorherrschen kann. Genau. Mhm. Es ist interessant, dass ihr macht das jetzt auch im Trainingslager. Ihr habt ja gerade gesagt, 3 Wochen seid ihr schon da und habt bewusst, wie oft macht ihr das in der Woche, um dann euch den anderen klimatischen Bedingungen auszusetzen? Also wir haben es jetzt einmal jede Woche gemacht. Wir machen zusätzlich dazu einmal die Woche noch eine warme Badewanne, eine halbe Stunde, 39 Grad, einfach um so Hitzeschockproteine, also das sind einfach wirklich die reinen zellulären Anpassungsmechanismen. Genau, die Körperkerntemperatur halt gelegentlich. Moment, von wem habt ihr das? Habt ihr das selbst rausgefunden? Nee, wir haben ein Seminar gehabt zusammen mit Paul Schmidt-Hellinger. Habe ich mir fast gedacht. Der ist ja Hitze- und Kälteexperte. Genau, also der hat da wirklich, glaube ich, die allergrößte Expertise in Deutschland und ist ja da auch selber aktiv und sich selber immer der größte Proband. Und der hat da, glaube ich, mit Abstand am meisten Erfahrung. Und genau mit dem hatten wir Anfang dieses Trainingslagers, war das so ein Seminar mit allen Athleten, die daran Interesse hatten. Und genau, der hat eben dann so solche Vorschläge genannt. Also man kann so eine Hitzeanpassung auch in 2 Wochen sozusagen machen, wenn man sich jeden Tag in einer Woche, die sich jeden Tag solchen Temperaturen aussetzt. Genau, das passt dann aber nicht zum Training, weil dann sollst du eben nur lockere Läufe in der Hitze machen und unsere Trainingswoche besteht ja nicht nur aus lockeren Läufen. Deswegen war dann die Empfehlung, das eben über einen längeren Zeitraum zu strecken, aber eben auch nicht zu früh anzufangen tatsächlich, weil diese Hitzeanpassung doch recht schnell, wie ich finde, wieder verloren geht. Also nach 3 Wochen ist im Grunde 2% pro Tag. Genau, es ist wieder futsch, deswegen auch nicht zu früh anfangen. Mhm. Ja, genau, deswegen halten wir es jetzt hier, dass wir gut trainieren wollen und uns auch gut regenerieren. Man muss sich halt überlegen, welche Reize man setzt. Also wir waren jetzt zum Beispiel heute da unten in Italien. Erstens ist es schon ein bisschen eine Tour, da hinzufahren. Man muss immer diesen Serpentinen da runterfahren. Uns wird immer reiseübel. Und es ist dann natürlich auch ein Stressor, den man dem Körper aussetzt. Plus dann steigst du da aus und da hast du auf einmal 30 Grad, 33 Grad. Das ist schon auch was schlaucht, deswegen haben wir das jetzt nicht so häufig gemacht. Wir hatten anfangs überlegt, machen wir es 2-mal in der Woche, aber ehrlich gesagt,
einmal die Woche hat uns da völlig ausgereicht. Und ansonsten trainieren wir hier oben qualitativ. Wir haben ja hier auch die Höhe als Reiz auf den Organismus. Dann hohe Umfänge im Marathontraining an sich plus Höhe. Und dann willst du an den Pausentagen auch noch eine Hitzeanpassung machen. Also es ist alles so eine Abwägungssache. Du kannst halt nicht alle Reize sozusagen so, gleichzeitig setzen. Sonst hat man keine Regeneration mehr. Genau, sonst hast du im Endeffekt gar nicht viel davon. Und das ist jetzt das Konzept, was wir hier fahren. Genau. Und ich interessant, glaube, aber erzähl noch mal ein bisschen was genaueres zu diesem Badewannenprinzip. Also wie wird das genau gemacht? Ist nicht so richtig schwer. Man lasse ein warmes Bad ein, 39 Grad Temperatur. Wobei doch, darüber haben wir diskutiert, nämlich auch über die Temperatur des Badewassers, weil es gar nicht unbedingt, also je heißer, desto besser ist nicht die richtige Herangehensweise, sondern tatsächlich lieber die 39 Grad statt die 41 Grad wählen und es dafür länger aushalten. Also genau, die Empfehlung war jetzt im Grunde für uns, vielleicht sogar nach einer Trainingseinheit, wenn der Körper oder wenn die Körperkerntemperatur schon höher ist, dann noch eine halbe Stunde zur Verlängerung sozusagen in die Badewanne steigen. Das ist genau eine Empfehlung gewesen. Es hat sich aber auch gezeigt, in der Praxis ist es jetzt unter uns Athleten, ist es schon eine Qual. Also es ist fast dann besser ist oder es ist, fühlt sich besser an, dann doch noch mal bei Hitze irgendwie eine halbe Stunde zu laufen, statt in der Badewanne zu schwitzen. Das hat der Praxistest ergeben, aber genau, das war zumindest erstmal die wissenschaftliche Empfehlung. Was ich jetzt nur noch dachte, weil es klang so, als wenn ihr dann irgendwie noch mal Getränke zu euch nehmt oder irgendwas anderes noch macht, um dann den Organismus auch einen Stoff, also irgendwas zu verstoffwechseln oder sowas. Sowas passiert nicht noch. In der Badewanne? Es geht doch. Nein. Nee. In der Badewanne, okay. Da setzt man sich dann rein und vegetiert eine halbe Stunde vor sich hin und macht einen Podcast an, damit es nicht zu langweilig ist. Okay, gut. Also dann ist wirklich, dann verstehe ich das auch. Markus, du auch? Du musst es ja schon lachen. Aber bei 39 Grad ist es so warm, dass es weh tut eigentlich. Ich kann es gerade schlecht einlassen. Ja, 39 klingt zu wenig. Wenn man die Badewanne einlässt. Und es geht tatsächlich. Also es ist beim Reingehen schon warm. Aber die ersten paar Minuten finde ich es auch gar nicht schlimm. Irgendwann finde ich, wird es dann anstrengend, weil also ich schwitze dann schon auch. Ich merke, dann kommen die Schweißperlen, die auf der Stirn stehen. Und dann muss es halt, dann willst du eigentlich nach einer Viertelstunde denkst du, boah, puh, es reicht, ich will jetzt hier raussteigen. Und dann musst du halt noch das Doppelte drin sitzen. Also das finde ich daran so ein bisschen, ja, das was zäh ist. Aber du musst ja auch Wasser nachlaufen lassen, ne? Die Temperatur geht auch nach unten. Ja, genau. Ja, aber wieder ein bisschen warmes Wasser nachlaufen lassen. Wobei wir jetzt nicht zwischendurch immer noch geguckt haben, was wirklich 39 Grad ist. Sondern halt einfach. Jetzt kriegen wir Nachrichten hier mit der Gasknappheit und Wasserstoff. Ja, wir haben auch, es gibt auch hier in St. Moritz gibt es ein Schwimmbad mit einem Bubblebad. Also die meisten Athleten gehen eh nur nach St. Moritz in dieses Schwimmbad, um in dieses Bubblebad zu gehen. Wir gehen da eigentlich immer nur zum Aquajoggen hin und gar nicht unbedingt in das Bubblebad oder höchstens dann noch so 10 Minuten. Genau, weil eigentlich möchten wir das Bubblebad auch nicht unterstützen, weil das tatsächlich so eine Energieschleuse ist. Das ist halt ein Außenwärmebecken. Also, und da denken wir uns, man hört die Nachrichten mit Energie und alle überlegen, ob man die Freibäder werden alle nicht mehr 18 Grad heizen darf. Nicht mehr geheizt und ja, alle sparen Energie und dafür sowas wird dann raus. Aber Bubblebad sind keine 39 Grad, also wir sind dann da 10 Minuten reingegangen, dann war es doch eigentlich auch schon ein bisschen kalt und dann haben wir gemerkt, okay, das wird für unsere Hitzeanpassung nichts, dieses Bubblebad. Sonst hätten wir nicht zu Hause noch die Badewanne einlassen müssen. Genau, und die Badewanne, die ist eben wichtig. Die haben wir jetzt auch in den 3 Wochen, in denen wir hier sind, auch 2-mal gemacht, also jetzt auch nicht ständig. Und dafür sparen wir sonst bei unseren Duschen, machen sozusagen unsere Bilanz wieder wett, indem wir genau eben nur immer nur eine Minute Dusche machen. Ja, wir sind generell ziemlich schnell. Auch, man muss es ja auch einordnen. Ich meine, das ist ja auch euer Job jetzt, euer Beruf, ja, und andere, die fahren jeden Tag mit dem Auto irgendwo hin oder sonst was und es ist einfach das Ding, das man dann halt im Alltag macht als Beruf, ja, und dann, wenn es jetzt die Hitzeanpassung bringt für die Europameisterschaft, dann muss man das halt machen, ja, das ist jetzt auch kein, ja, da werden immer so Kleinigkeiten hochgekocht. Ja, also es ist natürlich immer, es ist einfach immer eine Abwägungsfrage, was ist sozusagen notwendig oder was, genau, ist
ja, was, auf was kann man noch verzichten? Ja, aber es geht, in dem Punkt geht es eigentlich tatsächlich nicht anders, außer wir fahren halt immer eine Stunde mit dem Auto runter. Das ist auch nicht besser für die, so richtig klimatechnisch. Ideal, also genau, ideal ist nicht, aber wir sind eigentlich schon relativ klimabewusst, aber das lässt sich leider nicht umgehen. Deswegen müssen wir das. Kann sich ja auch nicht in Luft vielleicht auflösen. Mal zur Effektivität. Gibt es da Studien dazu oder gibt es da schon erste Erfahrungswerte aus den letzten Jahren? Ja, genau, also das hat Paul Schmidt vor allem auch mit den Gehern, da wurde viel untersucht. Auch in Vorbereitung für Doha. Da wurde ja auch mal mit diesen Hitzepillen gearbeitet. Das hat man jetzt überworfen. Aber das sind so die Erfahrungswerte, die aus diesen Hitzewettkämpfen der letzten Jahre entstanden sind. Und da gibt es schon auch Studien zu. Natürlich, die Population im Leistungssport ist immer eine geringe. Es sind auch ganz viele Faktoren, die im Endeffekt auf die deine Körpertemperatur einwirken. Also wir können nicht einfach sagen, es sind 33 Grad draußen und so sind dann die Mechanismen, wie wir uns abkühlen können. Man muss sich auch überlegen, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, dann bringt eine Verdunstung nichts mehr. Also wenn die Luft mit Wasser gesättigt ist, dann kannst du nicht mehr so gut Wärme über Schweiß abgeben. Das heißt, Luftfeuchtigkeit ist ein großer Punkt, der das subjektive Wärmeempfinden beziehungsweise es verringert die Wärmeabgabe und macht es deswegen heißer. Dann Sonneneinstrahlung, solche Punkte, genau, wie viel Wind ist es, weil wenn es windig ist und der Wind noch die Lufttemperatur noch unter der Körpertemperatur ist, kannst du über Wind auch Temperatur abgeben. Wenn es aber so ein Wüstenwind ist und die Luft tatsächlich schon wärmer ist als deine Körpertemperatur und dann auch noch Wind ist, dann ist es wie ein Föhn. Also dann ist Wind zum Beispiel was auch subjektiv wieder zum höheren Wärmeempfinden geht. Also es sind ganz, ganz viele Faktoren. Es ist ein super kompliziertes Thema, die damit einspielen. Und deswegen, aufgrund dieser vielen Faktoren ist es dann nochmal schwieriger, da auch tatsächlich statistisch signifikante Effekte zu finden. Und genau, wie gesagt, die Population der Leistungssportler ist immer sehr klein, deswegen schwierig, da so kausale Aussagen treffen zu können. Und was wird jetzt für München angenommen? Was ist da so die Hypothese? Das ist eine gute Frage. Wir bereiten uns auf die verschiedenen Szenarien vor, deswegen genau auch unsere Hitzeanpassung, weil es warm werden kann, muss es natürlich aber nicht. Es kann auch 14 Grad und Regen sein. Das wissen wir jetzt noch nicht. Deswegen ist genau das auch immer unsere Abwägung, wie viel Energie stecken wir dann auch in die Hitzeanpassung, weil eben da das Training auch nicht drunter leiden soll. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es ein wärmerer Tag wird und relativ eher trockene Luft, ne? Das ist schon wahrscheinlich das Wahrscheinlichere, oder? Ja, also die letzten Jahre war beispielsweise die Durchschnittstemperatur in München am 15. August immer so 25 Grad. Also ja, das ist, glaube ich, eine Größenordnung, von der wir so ausgehen. Aber Hitzewelle aktuell kannst du halt auch Ausrutscher nach oben haben. Dich kann auch mal ein kühlerer Tag erwischen. Das ist auch was wir natürlich in unsere Vorbereitung mit einplanen und weswegen wir jetzt nicht diese Hitzevorbereitung aufs Ultimo sozusagen trainieren, sondern dass wir schauen, dass wir einfach unsere Einheiten gut machen und dass wir ja gesamtkörperlich fit sind. Weil wenn man zu viel Energie dann in diese Hitzevorbereitung steckt, dann kannst du eventuell diese Energie nicht mehr in deine Einheiten stecken. Hast du am Ende auch nicht viel gewonnen. Deswegen, der Wettergott hat uns leider noch nicht genau verraten, was für eine Temperatur am 15. August sein kann. Und wir versuchen so ein bisschen. Wenn es jemand weiß, gerne her damit. Wenn es weiß, Nachricht an uns. Und gibt es irgendwie so Kühlsysteme? Da hatten wir ja auch nach Tokio ein bisschen länger drüber gesprochen. Sind da irgendwelche Maßnahmen geplant? Genau, das war auch natürlich Teil des Seminars, die diversen Hitzestrategien. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, die alle zu erläutern. Auch da kommt es wieder tatsächlich drauf an, wie hoch ist die Temperatur tatsächlich, weil bei moderater Hitze, wenn man so will, helfen eben andere Dinge, wie zum Beispiel so Kühlwesten, die aber, wenn es richtig heiß ist, überhaupt gar nichts mehr bringen. Da haben wir jetzt auch geguckt, ist natürlich dann auch immer eine Frage der Umsetzbarkeit von diesen Kühlstrategien, weil natürlich ist es super, immer Eis zu haben. Wir wollen da auch
auch mit so Kappen arbeiten, aber dann müssen die natürlich an der Strecke sein und das bleibt das Eis da Eis. Kann man überall eine Kühlbox hinstellen? Wie funktioniert das auch mit der Einkleidung? Kriegen wir da genug Kappen? Da genau ging es. Ja, wie ist das Handling? Möchtest du an so viel an dir rumfummeln eben dann auch? Genau, es kostet ja auch wieder Energie im Grunde, wenn du dann noch die Kappe und noch das wechseln und dann nochmal Eis rein. Deswegen ist das auch ein bisschen natürlich eine individuelle Geschichte. Ja. Wir haben jetzt tatsächlich so Kappen vom DLV, die wir auf jeden Fall präparieren werden, die wir nass machen werden, wo wir Eis reintun können. Es ist das sind die Hauptstrategien. Und es soll ein Kühlbecken geben, wo wir uns vorm Start reinlegen. Das heißt, das ist eben eine wichtige Empfehlung. Vor dem Start tatsächlich runterkühlen. Und du musst das Warm-up zum Beispiel anpassen, also du wärmst dich dann entsprechend nicht so viel auf. Du willst eigentlich so kühl, wie es geht, an der Startlinie stehen. Also das ist zum Beispiel ein Learning, was wir jetzt haben. Also wir werden schauen, dass wenn es ein warmer Tag ist, wahrscheinlich, dass es kalt ist. Machst du das auch jetzt in der Vorbereitung, um das so zu üben? Mal, wenn es ein heißer Tag ist, dass ihr das auch schon mal simuliert, ja? Wenn ihr gerade so eine Tempoeinheit habt, um vielleicht aus dem Kühlbecken heraus sich hinzustellen, ja? Ja, aber wir machen ja hier keine Tempoeinheiten in der Hitze extra, um uns es gehen immer Proteine kaputt, wenn man sich der Hitze aussetzt. Und wenn man sich der Hitze aussetzt und Tempoeinheiten macht, das ist im Endeffekt nicht gut für den Körper. Und wir machen das im Wettkampf, weil wir dann nicht anders können. Aber wir setzen uns dessen im Training nicht so aus. Deswegen brauchen wir das nennt sich dann diese Pre-Cooling-Strategien, auch nicht so. Und tatsächlich vom Handling hier vor Ort, also wir müssten dann jetzt einen Pool mit nach Chiavenna runternehmen. Da gibt es einen Fluss nebenan, den nutzen wir schon zur Abkühlung. Der ist halt nicht ganz so, also so ein bisschen, was ist handelbar, was ist logisch, was können wir werden es jetzt probieren? Vor dem Wettkampf, also vor der City Night am Samstag, werden wir das mal testen, unsere Kühlstrategien und dann tatsächlich auch sozusagen im Wettkampfsetting. Es wäre auch noch eine Frage, welche Wettkämpfe ihr macht noch vor der EM. Ja, da steht jetzt eigentlich nur noch die City Night an. Okay, und da dann dementsprechend 10 Kilometer. Genau, und die sind auch abends und es sind nur 10 Kilometer. Aber ja, das ist zum Beispiel ein Setting, wo sich das anbietet. Und diese Kühlwesten, die haben wir auch schon hier mit vor Ort, haben wir angefragt gehabt, dass wir die mitnehmen können. Die haben wir also auch hier. Die habe ich aber letztes Jahr bei den Spielen auch schon kennengelernt. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Also du ziehst halt vor dem Wettkampf diese Kühlweste über hast dadurch, je nachdem, wie warm die Außentemperatur ist, eben einen kühlenden Effekt. Wenn es zu warm die Außentemperatur ist, dann werden wir die halt zu Hause lassen. Aber wir haben sie im Gepäck und für den Fall der Fälle sind wir dann bereit. Und wir haben auch, wenn wir vor Ort sind, ja Ansprechpartner und Möglichkeiten nachzufragen, hey, jetzt können wir die Temperatur abschätzen. Je näher das Datum rückt, desto besser kann man das natürlich auch abschätzen. Deswegen ist die finale Strategie sozusagen und die finale Strategieplanung auch den letzten Wochen vorgesehen, damit wir nicht das Szenario, das Szenario, das Szenario, das Szenario komplett durchplanen müssen, sondern wenn wir ungefähr abschätzen können, wie das Wetter ist, machen wir den Detailplan, wie dann auch unsere Kühlstrategie aussehen muss. Okay, alles klar. Also fand ich jetzt sehr, sehr spannend, da diese Kühlstrategie und die verschiedenen Optionen mal so kennenzulernen. Weil wir schon bei München waren die ganze Zeit. Ihr habt auch die Strecke angeguckt, habe ich gesehen auf Instagram. Genau. Wie lief das? Wie habt ihr das gemacht? Nehmt uns da gerne mal mit. Genau, wir sind auf dem Weg vom nordöstlichen Berlin quasi vorbeigefahren an München hier runter in die Schweiz ins Trainingslager und hatten schon relativ früh die Idee, dass wir das mit einer Streckenbesichtigung kombinieren können. Und das haben wir auch gemacht. Also wir haben in München einen Zwischenstopp gemacht gemeinsam mit unserer Trainingsgruppe sind die Strecke abgelaufen. Das ist ein 10 Kilometer Rundkurs, der startet so in der Innenstadt am Hofgarten, am Odeonsplatz in München, macht so einen kleinen Loop damit man auf die 2,195 Kilometer kommt, zum Siegestor hoch und dann läuft man eine 10 Kilometer Runde, eine super schöne malerische Runde,
Wir hatten jetzt natürlich, als wir das abgelaufen sind, keine Wettkampfbedingungen. Also man hat die Straßen leider nicht für uns abgesperrt, sodass wir nicht in der Mitte der Straße, also auf der wirklichen Strecke laufen konnten, sondern wir mussten bei den Ampeln anhalten und sind auf den Gehwegen gelaufen. Aber trotzdem haben wir einen guten Eindruck bekommen. Wir haben vor allem auch einen Eindruck bekommen, an welchen Punkten sind eben Kurven, engere Kurven, an welchen Punkten sind Steigungen. Beispielsweise, also da ist zum Beispiel beim Friedensengel, wenn man die Isar kreuzt, ist eigentlich wie so ein Kreisverkehr. Also eine Statue und die Straße verläuft sozusagen ja, rechte Hand bergan, ziemlich steil. Also es ist ein Kreisverkehr am Berg, würde ich es einfach mal nennen. Okay. Dann wendest du oben und läufst wieder runter. Also es ist wirklich nur so ein Zipfel, aber das geht schon ganz hoch. Ohne. Ja. Und wenn wir jetzt hier auf unserer 5-Kilometer-Runde am Flugplatz laufen, da ist eben auch so ein kleiner Anstieg, da denke ich mir jedes Mal, Friedensengel, weil das sozusagen dann die Vorbereitung ist und jetzt ja dann auch die mentale Vorbereitung, dass man weiß, dass man dort diesen Anstieg, der wird sicherlich da die ein oder andere Gruppe sprengen. Genau, vor allem, weil man es eben auch viermal machen muss. Und wir haben uns natürlich auch bei der Strecke angeguckt, wie sieht das mit Schatten, beziehungsweise eben mit Sonneneinfall aus und waren da auch eigentlich ziemlich positiv überrascht. Es geht eben auch ein ganzes Stück durch den englischen Garten, wo dann auch die Bäume Schatten spenden, was natürlich sehr gut ist, wenn es dann doch ein heißer Tag ist. Und wir haben uns auch von den Münchner Locals sagen lassen, dass tatsächlich auch die Architektur der Stadt so ist, dass es dort nicht so sehr heiß wird, beziehungsweise dass der Wind dort auch Abkühlung schafft und es deswegen nicht so heiß wird wie in anderen Städten, zum Beispiel eben in Berlin. Und genau das ist natürlich auch, haben wir gerne so gehört. Ja, und cool ist, glaube ich, auch, also für alle Zuschauer, die da vor Ort sein werden. Ja, das auf jeden Fall. Es ist eine sehr, sehr coole, zuschauerfreundliche Strecke. Eben alleine auch dadurch, dass es nur eine 10-Kilometer-Runde ist. Viele, viele coole Punkte hat, wo man sich hinstellen, positionieren kann und gut den Überblick behalten kann. Ja, wenn du zum Beispiel beim Hofgarten bist, dann kannst du eigentlich, also da kannst du diese Schleife, kannst du hin und her laufen, dann siehst du die Leute sogar zweimal pro Runde. Und genau, der Anfang geht da durch die Innenstadt auch durch. Da ist wirklich überall was dabei und ich glaube, das also für Zuschauer, wir haben schon richtig Bock. Wir freuen uns sehr auf alle Leute, die uns anfeuern, haben auch schon viele Leute uns mitgeteilt, dass sie vor Ort sein werden, auch zum Anfeuern und schon sogar gefragt, wo sollen wir uns hinstellen. Ehrlich gesagt, ist wurscht. Also überall hilft es, glaube ich. Es hilft immer noch mehr, dort zu stehen, wo noch nicht so viele Leute stehen, logischerweise, dass irgendwie alles abgedeckt ist, aber letzten Endes soll man sich dahin stellen, wo die Leute sich wohlfühlen, wo sie gut was sehen können, wo sie schön anfeuern können und dann haben wir auch am allermeisten davon. Ja, ja, das finde ich cool, den Einblick. Wir hatten ja im letzten Podcast drüber gesprochen, auch mit Tobi, eurem Trainer, der ja schon sagt, dass das ein wichtiges Detail in der Vorbereitung ist, auf den Marathon die Strecke definitiv sich richtig anzuschauen, ja. Und ja, genau. Das ist doch cool, wenn ihr mit so einem positiven Gefühl da auch da in der Startlinie stehen könnt, dass ihr jetzt gar nicht so viel, ich sag mal, Bedenken habt, ja, dass dort auch entsprechend Schatten gesorgt ist, die Stimmung, glaube ich, ganz cool ist auf der 10-Kilometer-Runde, dass das schon irgendwie, glaube ich, ja, so eine kleine Euphorie mit sich bringt, ja? Ja, genau, auf jeden Fall. Und durch dieses Streckenablaufen ist es schon auch realer geworden, muss ich sagen. Und ganz wichtig, wir haben nämlich am Ende des Streckenablaufens haben wir beide im Grunde einen Talisman gefunden. Stimmt, ja. Devi hat im Grunde eine Medaille von einem Lauf, der dort vorher stattgefunden hat. Ja, der Sportchecklauf war, glaube ich, am Wochenende vorher. Genau. Und ich habe eine Münze gefunden. Ja, also die Medaille von diesem Sportchecklauf, die heißt, da steht einfach nur Run drauf. Also und ich habe auch keine, also nicht die Medaille mit Band, sondern ich habe wirklich nur das Metallstück dieser Medaille einfach auf dem Boden liegend gefunden. Es war halt einfach
ein silbernes Emblem mit Run, was ich da gefunden habe. Und, das ist eindeutig ein Signal. Nicht, also, dass wir abergläubisch sind, aber das war doch schon also den Glücksbringer habt ihr eingepackt? Ja, auf jeden Fall. Ist mit dem Strengthsager gekommen. Ja, ich denke mal, da kann eigentlich nichts schief gehen beim Marathon bei der EM. Ja, no pressure. Also vor allem auch in der Teamwertung habt ihr dann wirklich auch Chancen, das DLV-Team ziemlich weit vorne zu landen. Habt ihr da mal schon so geschaut, was die anderen Nationen für Teams zusammenstellen könnten? Ja, so ein bisschen tauscht man sich dann natürlich auch aus mit den anderen Nationen. Aber es ist jetzt nicht so, als hätten wir irgendwie schon konkret durchgerechnet. Ich glaube, da macht man sich sonst auch verrückt. Ziel ist dass alle so schnell laufen, wie sie können. Und dann kommt dabei raus das Bestmögliche. Und Marathon, also die jetzt auf der Liste stehen, heißt noch lange nicht, dass sie dort auch vor Ort sind. Alle müssen durch die Vorbereitung durchkommen. Der Fitnesslevel ist dann auch immer schwierig abzuschätzen. Plus, wir sind nicht einfach gar nicht die Typen für, ich mache das nie, mir im Detail irgendwelche Startlisten anzugucken, wer könnte wie. Schon mal, wenn man sich irgendwie absprechen will fürs Tempo, wenn es darum geht, eine schnelle Zeit zu laufen. Und natürlich ist es im Rennen dann auch wieder so ein bisschen was anderes. Da freut man sich dann schon über im Grunde jede Konkurrentin, besonders eben aus anderen Nationen, die man dann sozusagen einsammelt. Wir sind dann in der Teamwertung. Wir werden auch sicherlich im Pre-Camp oder in der Vorbereitung da Informationen auch von unserer Bundestrainerin bekommen, wie da die Standings sind, wo wir uns auch orientieren müssen. Aber im Endeffekt, geben Gas. Ich werde jeden Platz, jeden Platz fighten. Da ist ja die Motivation sozusagen. Genau, wobei wir, das erinnert mich an die Halbmarathon-Weltmeisterschaft, weil wir uns das auch im Vorhinein so ein bisschen zumindest angeguckt hatten und wussten, welche Nationen ungefähr gleich stark sind. Und das ist natürlich dann doch eine Motivation sozusagen im Rennen, wenn man eine Athletin eben aus der Nation sieht. So, ja, die Französin, die sind sozusagen direkte Konkurrenz, die sind direkte Konkurrenz, da lohnt es sich doch nochmal. Ja, aber es war das auch also so ganz anders, als wir gedacht hatten. Also ja, aber so eine bisschen Orientierung zu bekommen und ich glaube schon, wenn man halt weiß, okay, die eine Französin vorne, die bricht gerade ein oder die letzten 2-3 Kilometer, die waren von der irgendwie 10 Sekunden langsamer als die eigenen, jetzt sind es nur noch 20 Sekunden. Wenn man so eine Information, wenn man es schafft, diese für euch bereitzustellen, dann ist das schon natürlich eine Motivation, ja. Und das kann dann ja, schon also während der Strecke ist, darf uns auch gerne Detailinformationen zurufen, dann in eine Kurzfassung. So 2 Plätze auf Frankreich oder so. Ja, ich denke so mit Live-Timing, das muss ja jetzt nicht ganz so schlecht sein wie bei der WM, ne, wo das jetzt bei dem Marathon gar nicht so einfach war, das alles im Live-Ticker oder in den Zwischenresultaten da irgendwie mitzuverfolgen. Da hat immer irgendwie war der Server überlastet. Ich weiß nicht, ob euch das auch so ging. Auf jeden Fall musste man da 10-mal aktualisieren, dann hat man wieder Zwischenzeiten gehabt. Vielleicht läuft das besser und vielleicht gibt es dann auch gleich schon das Team-Ranking dazu, gleich live. Ja, das wäre natürlich so richtig cool. Ja, ja, das wäre cool. Okay, letzte Frage noch von mir. Habt ihr eine Angangszeit oder wie wollt ihr das machen? Wie wollt ihr da gerade die erste Hälfte angehen? Es kommt tatsächlich auf die Bedingungen drauf an. Also sollte es ein Hitzerennen sein, dann werden wir definitiv Debbies Erfahrung aufgreifen, die sie ja nun mal mit dem Marathon in Sapporo sammeln konnte und ja gut funktioniert hat. Dann aufgreifen und eben defensiver angehen. Das heißt, das ist eben ein wichtiger Faktor, um sagen zu können, welches Tempo wir laufen wollen. Das machen einfach die äußeren Bedingungen aus. Wir machen jetzt erstmal unsere letzten Einheiten noch. Wir machen jetzt erstmal unseren Probezehner und setzen uns in der Regel dann in der Woche vor dem Rennen mit Tobi zusammen. Genau, das ist, jetzt können wir im Grunde sagen, das ist unser aktueller Stand und jetzt können wir abschätzen, welches Tempo für den Marathon dann eben als Angangszeit auch angemessen ist. Und dann muss man im Rennen trotzdem immer gucken, wie sind die Bedingungen, finde ich eine Gruppe und da dann intelligente Entscheidungen treffen. Deswegen, also eine konkrete Angangszeit
haben wir nicht. Haben wir nicht, beziehungsweise noch nicht. Genau. Meine letzte Frage noch. Wie viele heiße Wannen sind es noch bis zum Wettkampf? Naja, wir fahren ja jetzt am Freitag ins heiße in Berlin zurück. Und da genau, ist es dann heiß genug, insbesondere in unserer Wohnung, sodass wir dann keine heiße Wanne mehr brauchen. Ja, vielleicht machen wir noch eine hier diese Woche. Also entweder noch einmal Chiavenna oder eine heiße Wanne am Mittwoch würde sich anbieten. Ja, also eine. Und wenn der Wetterbericht ist, die nächste Woche. In Berlin ist es kalt, aber in München ist tendenziell dann die nächste Hitzewelle. Dann werden wir das auch in Berlin zu Hause so fortführen. Genau, wenn andersrum, dann nicht. Ja, und alle, die jetzt noch Fragen haben, wie es genau mit der Form bestimmt ist, ich meine, am Wochenende ist wieder Wettkampf, ne? Also von daher, dann werdet ihr auch relativ ja, voll laufen, ja? Und dann das auch ja, genau. Als also aus dem Training, nehmen. Aber ja, ja genau. Und da weiß man ja schon dann ungefähr, ne, ob's, wie es hingeht. Und auch für uns, die natürlich immer ganz gern Zeiten haben wollen und geht es auf Bestzeit oder so, ist es eigentlich ja klar, dass das nicht so einfach möglich ist. Ja. Ihr wolltet mal noch eher Zeiten haben als wir. Wir laufen ja, einfach. Ja, ne, das ist halt so. Ja, das ist auch schön. Einfach, genau. Das Training und genau, wenn es trotzdem habt ihr ja die. Ja. Dieser Marathon, so gut wie wir uns jetzt auch vorbereiten, und wir sind auch super fit und sehr professionell vorbereitet auf jeden Fall, aber Meisterschaftsrennen unterscheiden sich schon noch signifikant von den Straßenmarathons, die man so im Herbst oder im Frühjahr läuft, wo man sich ja auch die Strecke nach der Geschwindigkeit aussucht, wo die Strecke auch einfach bekannt ist. Diese Strecke jetzt in München, auf der wurde noch nicht Marathon gelaufen, da sind ein paar Anstiege drin, das ist auch einmal so ein paar kurze nur, also Kopfsteinpflasterabschnitte, so dass wir sagen, die ist schön, die Strecke, aber die ist jetzt nicht pfeilschnell. Wie viel dich das am Ende auf den Marathon dann kostet, ist super schwierig zu sagen und auch abzuschätzen. Dann kommt tatsächlich noch dieser Temperaturaspekt hinzu, der auch so ein Wackelfaktor ist. Und die Taktik des Rennens? Genau, und die Taktik des Rennens, weil du am Ende Wie wird auch vorne an der Spitze angelaufen? Also genau, wird das eher konservativ darum, gestaltet, dann bist du natürlich eher in der Führungsgruppe mit dabei. Sondern sich möglichst gut zu platzieren. Deswegen, genau, diese Meisterschaften auf neuen Strecken zu anderen Bedingungen machen es deutlich schwieriger, so jetzt genau mit Zeiten zu planen, weil es die Zeit einfach auch sekundär ist. Die Platzierung ist das Entscheidende. Ja. Wir wollen am Ende die bestmögliche Platzierung rauskriegen und eben nicht die allerschnellste Zeit. So soll es sein. Würde ich sagen. Also gut 3 Wochen noch, ja. Und dann gute Heimreise erstmal, würde ich sagen. Oder Markus, greife ich jetzt irgendwas vor? Nicht, dass du noch hier irgendwie noch einhaken möchtest. Nee, ich. Die Wannen sind durch. Jetzt komm. Bin ich der Einzige, der noch seriöse Fragen hat? Das probiere ich auch mal nach der nächsten Radfahrt draußen in der Hitze, dann nehme ich erstmal eine heiße Wanne. Ich finde das auch geil, aber dass es nur 39 sind, also ich denke immer, ich bade auch gern heiß und auch so lange, bis es dann so anfängt mit Schwitzen. Ich denke immer, ich habe 60 Grad drin, aber es geht ja gar nicht, ne? Ja. Ich glaube, gerinnt schon das Eiweiß in der Haut her. Eben. Naja. Alex wird gekocht. Ja. Aber jetzt, super spannend. Also jetzt habe ich noch mehr Lust auf den Marathon, ne? Weil ich jetzt noch mehr Variablen kenne, die alle zu berücksichtigen sind. Und damit gibt es natürlich immer noch mehr zu diskutieren im Vorfeld und abzuwägen und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja, ne? Mehr Wissen schafft jetzt nicht mehr Klarheit, sondern mehr Diskussion eher. Von daher hat es mich gefreut. Und wie gesagt, gute Heimreise, schönen Wettkampf am Wochenende, alles Gute dafür und dann bis auf München, ja? Bis auf München. Ja, wir freuen uns auch. Ja, vielen Dank.